Die Wiener Harfenschule, kürzlich im Hollitzer Verlag erschienen, lädt Sie ein, das Wiener Repertoire von den Anfängen bis zur Gegenwart neu zu entdecken. Freude am Musizieren vermitteln Musikstücke für die Haken- oder Petalharfe, im Duo oder alleine vorgetragen. Eine entspannte Spieltechnik führt rasch zum Erfolg und garantiert einen schönen Klang. Erste Übungen demonstriert der Autor und Soloharfenist der Wiener Symphoniker Volker Kempf. Um dem Wiener Klangideal zu entsprechen, braucht es zunächst einmal eine lockere Spieltechnik. Eine gezielte Impulsgebung hat große Auswirkungen auf Klang und Artikulation. Die Fingerkuppe fühlt bewusst die Saite und spielt sie mit einem kurzen Impuls ab. Um einen tragfähigen Ton zu erzielen, wird die Saite parallel zum länglichen Harfenkorpus zum Schwingen gebracht. Bewegungen der Hände in Richtung Säule tragen ebenfalls zur Beförderung des Tons in Richtung Publikum bei. Ähnlich einem Bogenschützen, der seinen Pfeil abschießt. So kann der Ton auch die hintersten Plätze im Konzertsaal erreichen. Diese technischen Grundlagen und anderes mehr bilden das Fundament der Wiener Harfenschule. Hinzuzufügen wäre noch, dass dieses Video natürlich nicht die detaillierten Beschreibungen des Buches und auch keinen Harfenlehrer ersetzen kann. Die Wiener Harfenschule von Volker Kempf, erschienen im Hollitzer Verlag.